Hallo und willkommen bei der Sky zu einem weiteren Garry's Mod Tutorial. Wie erstelle ich einen Server? Was brauchen wir dafür? Ihr braucht einen Linux Server, ob Ubuntu oder Debian, ist völlig egal, ob V-Server, Root-Server auch. Ihr braucht im Schnitt so 2 GB RAM, das sollte eigentlich schon mal völlig reichen. Für einen Startserver empfehlen kann ich euch nur einen 8 GB Server oder generell so einen 8 GB V-Server oder Root-Server, wie ihr es wollt, wie tief ihr in euren Geldbeutel reinfassen wollt. Und wie auch immer, was brauchen wir jetzt auf dem Server an sich? Wir brauchen Screen. Screen ist ein Programm, mit dem ihr hypothetisch gesehen Server im Hintergrund laufen lassen könnt. Das heißt, wenn ihr hier oben die Konsole schließt, das hier ist PuTTY übrigens, wenn ihr die Konsole hier oben schließt, dann wird der Server nicht abstürzen. Deswegen geben wir ein apt-get und install wie auch Screen dahinter. Wenn wir es richtig schreiben. Bei mir überprüft er jetzt, ob er eine neue Version hat. Er hat keine neue Version, ich habe es bereits installiert. Bei den meisten von euch ist das auch der Fall. Und wenn nicht, dann installiert es. Und jetzt geht's eigentlich ganz easy weiter. Bei Steam gibt es eine schöne Website, hier diese Webseite. Da könnt ihr im Prinzip direkt gucken, für Windows ist das hier der Steam CMD-Link. Und für Linux könnt ihr dann hier direkt Steam installieren. Moment, hier. Da ist das Kommando, also sudo apt-get install steam cmd, da machen wir einfach strgc für kopieren und Rechtsklick für einfügen und dann sind wir auch schon da und jetzt sagt er hier e unable to locate package steam cmd. Jetzt kann es sein, dass ihr euren Server erstmal komplett updaten müsst mit apt-get update und upgrade und so weiter. Das kennt ihr sicherlich schon. Macht das mal, wenn ihr das hier mit dem Kommando, also Moment, mit dem Kommando installieren könnt, dann macht das, das ist am einfachsten. Aber wenn das nicht funktioniert, ich zeige das für die Leute, die bei denen es nicht funktioniert, dann geht ihr einfach hier auf die Steam-Webseite, scrollt ein bisschen weiter runter und dann seht ihr hier dieses QL, das braucht ihr nicht, ihr braucht nur hier diesen speziellen Link, okay? Also einfach hier diesen speziellen Link runterladen, das heißt wget heißt das und dann Rechtsklick wieder, Eingabetaste und schon seht ihr, ist es hundertprozentig runtergeladen worden und wenn ich jetzt ls eingebe, dann seht ihr hier auch unsere TAR-Datei. Die entpacken wir dann und dann bekommen wir hier einen Steam-Ordner, okay? Hier seht ihr schon in blau den Steam-Ordner ganz links und da gehe ich jetzt mal rein, um euch zu zeigen, wie das aussieht, denn bei mir habe ich das ja schon installiert. Ups, CD Steam. So, dann mache ich mal ls und dann seht ihr hier appcache, config, dpodcache, linux32 und ganz, ganz wichtig, steamcmd.sh. Wenn ihr das gemacht habt, dann machen wir Punktstrich steam oder slash steamcmd.sh, also steamcmd.sh, Eingabetaste. Jetzt checkt ihr nach Updates, ob es neuere Versionen gibt. Es gibt eine neuere Version und er ist fertig. Jetzt kann ich leider kein Clear hier machen. Macht aber nichts. Hier unten sehen wir, Steam ist jetzt an. Wir sind in dem Steam-Account eingeloggt automatisch. Und jetzt geben wir hier Folgendes ein. Login Anonymous. Das kann jeder machen. Login Anonymous ist der generelle Steam-Account. Dadurch wird es im Prinzip euch ermöglicht, ich sag mal, da müsst ihr kein Passwort und sowas angeben. Das ist einfach nur, um die Server runterzuladen, die es auf Steam gibt. Jedenfalls die meisten. Bei CSGO und so müsstet ihr euch hypothetisch gesehen mit eurem Hauptaccount einloggen. Deswegen da aufpassen, aber das wird dann auch nochmal bei Steam erwähnt. Gut, jetzt sind wir bei Steam eingeloggt mit dem Anonymous-Account. Hier steht es, die Lizenz ist auch in Ordnung. Jetzt tun wir erstmal festlegen, wo Steam unseren Server installieren soll. Also sagen wir, force install unterstrich dir. Also das heißt so wie du sollst den Steam-Klienten dazu zwingen, ist dir ist der Ordner, in diesem Ordner zu installieren, ja? So ungefähr heißt das dann. Da geben wir jetzt ein slash home slash testserver slash, ich sag mal, was machen wir? Sandbox. Obwohl, wir machen das einfach in einem Testserver. So, Eingabetaste drücken, also hier könnt ihr oben eingeben bei dem Dingens, was ihr wollt, in welchem Ordner haben, oder in welchen Ordner setzen, wo ihr wollt. Auf jeden Fall, wie installieren wir jetzt an für sich den Server? Weil wir haben ja jetzt gesagt, dass ihr den hier installieren soll, in home-testserver, das heißt den Testserver-Ordner. Da geben wir einfach ein app-update und jetzt wird's ganz wichtig. Ihr geht jetzt davon aus, dass ihr zuerst Garry's Mod installiert, aber das ist falsch. Also, es gibt ein paar Bugs in Garry's Mod und der gehört dazu, dass man, ich weiß nicht, ob er bisher gefixt worden ist, aber Safety First, ne, dass man zuerst CSS installieren muss, also zuerst Counter-Strike Source und dann Garry's Mod, weil Garry's Mod benötigt meistens CSS für die meisten Maps und für die meisten Spielmodien, deswegen installiert es gleich mit, das kostet euch vielleicht 1 GB Speicher oder so. Gut, was ist jetzt hier die ID, das kann ich euch direkt sagen, 232330, ich kenne das mittlerweile auswendig, habe zu viele Server gemacht, auf jeden Fall, wir schreiben dahinter, erstmal die ID
und dann validate, okay? Damit er die Daten, die wir runterladen, direkt überprüft, ob die überhaupt irgendwie Fehler haben oder nicht und so. Aber wo kriegen wir jetzt hier diese ID her? Ich ziehe mir die auch nicht aus dem Hut raus. Deswegen gucken wir nochmal auf der Seite hier. Da gehen wir ein bisschen weiter runter. Und da müsste dann irgendwo... Muss ich gerade mal selber gucken. Hier, da nutzt er auch diese IDs. Das ist auch CSS. Ich glaube, Steam Application IDs war's. Doch. Hier ist Server Files. Oder? Auch nicht. Also, wir haben jetzt rausgefunden, Steam ist komplett behindert, weil sie diese blöden, einfach aufgelisteten Sachen nicht mehr haben. Ah, hier. Hier ist es, die Dedicated Server List. Ja, hier, Dedicated Server List. Okay, Leute, sorry dafür. Link ist unten in der Beschreibung. Das ist ein bisschen nervig, das zu finden. Und dann suchen wir jetzt raus. Counter-Strike Global Offensive hat 740. Wir brauchen Source, das hat 232330, wie ich es gesagt habe. Und Garry's Mod hat 4020. Das war ich auch auswendig. Aber um es nochmal nachzugucken, sucht ihr dann hier Garry's Mod einfach raus. Garry's Mod 4020, da haben wir es. Und das geben wir jetzt auch ein. Erstmal Eingabetaste drücken. Weil wir zuerst Garry's Mod, Counter-Strike installieren müssen. So sieht das Ganze dann aus. Und wenn ihr das gemacht habt, und der das installiert hat, das geht relativ zügig, dann machen wir nochmal Folgendes. Also bei euch ist das dann hier fertig. Ich öffne jetzt die Steam-Konsole nochmal neu. Und sag dem einfach nochmal das, was wir gerade eben gesagt haben. Mache ich gerade schnell. So, und dann force install dir. Also bei euch läuft das jetzt einfach gerade durch, die Installation. Home Test Server. So. Und dann macht ihr, wenn das fertig ist, Garry's Mod. Also, dann installiert ihr Garry's Mod. App Update 4020 Validate. Und dann sieht das genauso aus. Wenn diese Installation fertig ist, dann habt ihr euren kompletten Server installiert. Und dann sollte das circa so aussehen. Ich zeige euch das kurz mal. CD. Home. Also, ich habe das unter Game Server schon fertigen Server. Also, nicht wundern. LS. CD, da suchen wir mal raus. Ich habe hier einen TTT-Server, wie ihr seht, hier ganz rechts auf der Seite. CD, TTT, LS. So sieht dann der Hauptordner aus. Also hier seht ihr Garry's Mod, hier seht ihr die SRCDS-Run. Die Startdatei habt ihr nicht, dann müsst ihr mal in dem oben eingeblendeten Tutorial kurz gucken, wie das funktioniert. Das geht in 2 Minuten, das ist keine Sache. Und das habt ihr. Was ganz wichtig ist, dass hier C-Strike steht und Garry's Mod. Und dann gehen wir zum Beispiel in CD Garry's Mod. Machen ls wieder und schon seht ihr die ganzen Dateien und so und vor allem die Ordner wie Add-ons und was ist noch wichtig, Game Modes ist wichtig, CFG ist wichtig und Lua ist wichtig und natürlich Maps, ne? Gut, aber das war's, wie installiere ich einen Server, so geht's, ist ein bisschen umständlich zu erklären, eigentlich ist es wirklich einfach. Aber es ist ein bisschen nervig, das zu erklären. Und vor allem Steam hat ja einiges wieder umgeschrieben in ihrer blöden Wiki-Seite, deswegen, naja. Gut, damit würde ich sagen, haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal bei der Sky. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, Verbesserungsvorschläge auch gerne. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es auch in die Kommentare. Ich mache dazu gerne Videos. Und nochmal sorry, dass das heute ein bisschen hektisch und sowas war. Ich stehe gerade ein bisschen unter Strom. Gut, wie gesagt, haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal bei der Sky.